Hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute geht es um das Google Pixel 5, denn das habe ich die letzten 7 Tage als Hauptsmartphone im Alltag benutzt, habe alles darüber gemacht, um halt schlussendlich zu sehen, wie ist es so im Alltag, was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut, das alles und vieles mehr im heutigen Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Starten wir auch hier wie immer als erstes mit dem Design. Hier muss ich sagen, das Pixel 5 hat wirklich einen sehr angenehmen Formfaktor. Es liegt sehr angenehm in der Hand, liegt natürlich auch daran, dass die Ecken hier so ein bisschen abgerundet sind. Bei den Materialien haben wir auf der Rückseite ein recyceltes Aluminium, welches auch mit so einer ganz dünnen Kunststoffschicht überzogen wurde. Und das ist auch so ein bisschen angeraut und dadurch liegt es halt einfach nochmal besser in der Hand. Was hier allerdings auffällt, vom ersten Eindruck her wirkt es nicht so, als wenn man hier direkt eine Aluminiumrückseite hat. Alle Buttons lassen sich hier natürlich auch gut erreichen. Auf der rechten Seite haben wir die Lautstärkewippe und den Power-Button. Auf der Unterseite hat man dann hier einen USB-C-Port neben Lautsprecher und Mikrofon. Auf der Rückseite findet man hier einen Fingerabdrucksensor, welcher im Alltag auch sehr zuverlässig und schnell funktioniert. Und hier hat man natürlich dann auch das recht prägnante Kameradesign. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund des Kameradesigns der Pixel-Geräte, auch schon in den vergangenen Jahren, aber naja, man findet sich auf jeden Fall damit zurecht. Des Weiteren hat man hier beim Pixel 5 auch eine IP68 Zertifizierung, das heißt, sollte es mal irgendwie unter Wasser kommen oder im Regen etwas sein, dann hat man hier auch keine Probleme. Des Weiteren gibt es hier auch Stereo Speaker, den oberen Lautsprecher, den gibt es hier nicht als Hörmuschel, dass man es direkt sieht, sondern das Ganze befindet sich unter dem Display. Was mir hier allerdings aufgefallen ist, wenn man einen Film schaut, ein Spiel spielt und so weiter, dann kommt der Sound primär doch aus dem unteren Lautsprecher, das nimmt man auf jeden Fall auch so ein bisschen wahr. Kommen wir aber nun zum Display. Auf der Vorderseite ist natürlich mit das Wichtigste beim Smartphone und hier haben wir ein 6 Zoll OLED Display mit einer Full HD Plus Auflösung bei 432 ppi. Die Displayränder sind hier auf jeden Fall auch sehr schlank gehalten, sind auch an allen Seiten gleich dick. Das gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr gut und auch das Display selbst macht hier auf jeden Fall einen sehr guten Job. Sowohl von der Farbintensität, von der Natürlichkeit, aber natürlich auch vom Kontrast und Schwarzwert. Das liegt natürlich auch am OLED Panel. Außerdem hat man hier eine Bildwiederholrate von 90 Hz. Das macht sich natürlich besonders beim Scrollen bemerkbar, aber auch beim Öffnen von Apps. Das wirkt einfach nochmal deutlich flüssiger. Bei den Pixel Smartphones ist es ja immer ein Key Feature und zwar die Kamera, besonders auf der Rückseite. Hier haben wir jetzt neben einer 12 Megapixel Hauptkamera mit einer 1.7er Blende einen Ultra-Weitwinkelsensor mit einer 2.2er Blende. Das Kamera-User Interface, das ist hier auf jeden Fall sehr schlicht gehalten. Gut finde ich auch, dass man jetzt hier einen Punkt einfach auswählen kann, auf dem der Fokus halt sein soll. Und wenn man das Smartphone so ein bisschen hin und her bewegt, dann sieht man natürlich auch, dass der festgesetzte Fokus dann auf diesem Punkt bleibt. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Beispielbilder an. Die sind jetzt natürlich hier eingeblendet und wie immer, ihr kennt es, die sind nicht nachbearbeitet, nicht extra geschönt, sondern kommen halt so aus der Kamera des Pixel 5. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist auf jeden Fall eine wirklich richtig gute Alltagskamera. Das waren auch schon die Vorgänger und hier hat sich Google auch nicht verschlechtert. Die Farben sind sehr natürlich, nicht extra geschönt oder gesättigt und auch der Kontrast kommt hier gut zum Tragen. Ihr könnt hier öfters mal das Video hier pausieren und euch die Bilder so ein bisschen genauer anschauen. Da kann man das einfach so ein bisschen besser dann noch beurteilen. Porträts lassen sich hier natürlich ebenfalls machen und hier bin ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit der Qualität. Richtige Ausfransungen oder so hatte ich jetzt gar keine. Einen Nachtmodus gibt es natürlich ebenfalls, um jetzt auch bei Lowlight bzw. bei der Dämmerung oder dunklen Situation noch bessere Fotos machen zu können. Hier muss ich sagen, bin ich jetzt aber nicht komplett überzeugt. Die Fotos könnten noch so ein bisschen schärfer sein, so ein bisschen detailreicher. Das ist mir auf jeden Fall im Alltag aufgefallen. An dieser Stelle hier einfach mal ein direkter Vergleich mit dem Pixel 5, OnePlus 8T und auch dem iPhone 11 Pro Max. Da ist auf jeden Fall ein Unterschied zu sehen. Da hätte Google auf jeden Fall noch was machen können. Vielleicht kommt das Ganze aber noch per Software. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf. Auch hier an dieser Stelle ein paar Beispielbilder. Ich muss sagen, für Selfies auf jeden Fall mehr als ausreichend. Videos kann man hier aufnehmen bei 4K bis zu 60 FPS. Beim Ultra-Weitwinkel allerdings bis zu 30 FPS. Und die Videos haben mir hier auch wirklich sehr gut gefallen, sowohl von den Farben. Die Bildstabilisierung könnte vielleicht hier und da so ein bisschen besser sein. Kommen wir jetzt zur Performance und natürlich zur Akkulaufzeit. Verbaut ist hier das Snapdragon 765G. Dazu gibt es 8 GB RAM und 128
128 GB Speicher. Und hier ist mir aufgefallen, der Prozessor rennt einfach nur durchs System. Ich hatte jetzt keine Lags, keine Ruckler und so weiter, aber das ist ja in der heutigen Smartphone-Welt auch eher wirklich sehr, sehr selten. Und natürlich auch 3D-Spiele oder grafisch aufwendige Anwendungen, die laufen hier wirklich sehr flüssig. Also ihr müsst euch auf jeden Fall nicht fürchten, dass in den nächsten 2, 3 oder 4 Jahren das Smartphone langsam läuft. Dazu gibt es dann einen 4000 mAh starken Akku. Das hat sich auch im Vergleich zum Vorgänger nochmal verbessert. Und hier muss ich sagen, komme ich in meinem Fall persönlich relativ gut durch den Alltag. Ich bin sehr viel auf Social Media, mache viele Fotos und auch mal Videos, spiele hier und da vielleicht ein Spiel und gucke halt dann meine E-Mails an, im Web ein bisschen surfen und so weiter. Also ich bin wirklich ein Power-User und ich muss sagen, ich komme eigentlich so auf ungefähr 5,5 Stunden Screen-On-Time, was definitiv ein guter, solider Wert ist. Wer sein Smartphone kabellos aufladen möchte, kann das übrigens hier auch beim Google Pixel 5 machen. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit angekommen und ich muss sagen, in der letzten Woche hat mir das Smartphone wirklich extrem gut gefallen. Es kostet so um die 600 Euro, ich glaube etwas über 600 Euro. Das wird sich natürlich in den nächsten Monaten auch so ein bisschen nach unten korrigieren. Aber für den Preis ist das definitiv ein wirklich richtig gutes Smartphone. Es liegt sehr gut in der Hand, es hat ein kompaktes Design, man kann es gut bedienen und ich finde auch die Materialien gut, die hier verwendet wurden. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, das sind die Stereo-Speaker und der Nachtmodus. Dieser könnte definitiv noch so ein bisschen besser sein, aber vielleicht macht Google das Ganze ja noch per Software-Update. Ansonsten bekommt man hier aber wirklich eine sehr gute Alltagskamera, auch mit einem schönen Ultra-Weitwinkel und es macht auf jeden Fall wirklich Spaß, das Smartphone im Alltag zu benutzen. Einige Punkte, die beim Pixel 4 nicht so gut waren, die wurden jetzt hier verbessert, unter anderem auch die Akkulaufzeit, was auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Alle relevanten Links, die findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt sie gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.